Ja, servus beieinander. Jetzt geht's Richtung Pont-Neuf. Ich habe ja vor über 40, 42 Jahre sind es mittlerweile, habe ich ja unter Pont-Neuf gelebt, also nicht auf der Brücke, sondern tatsächlich unter der Brücke, weil mich ja immer wieder viele, viele fragen: Mensch, wie hast du denn gelebt, als du aktiv, naja, wie soll man sagen, Drogen und Alkohol konsumiert hast? Naja, also ich möchte jetzt da nicht den Eindruck erwecken, dass es eine tolle Zeit war. Das war es mit Sicherheit nicht. Und jetzt gleich zeige ich euch mal Pont-Neuf. Da haben wir damals eben gelebt. Das war 1900, das muss ich direkt meine grauen Zellen ein bisschen aktivieren. Das war 1982, war das, ja. Und da war Pont-Neuf eben die Vagabundenbrücke schlechthin. Und da haben eben viele verschiedene Nationalitäten haben eben unter Pont-Neuf gelebt. Und es war natürlich schon spannend. Also, um es mal vorwegzunehmen, wenn ich damals mit Heroin schon in Berührung gekommen wäre, hätte ich das mit Sicherheit nicht überlebt. Aber jetzt mache ich einen kurzen Break und wir sehen uns dann gleich, weil es ist ja doch hier sehr belebt. Wir sehen uns gleich unter Pont-Neuf. Ja, also jetzt hier Pont-Neuf. Die Brücke sieht natürlich noch genauso aus wie vor 42 Jahren. Und hier haben wir gelebt, hier unten. Und auch vor 42 Jahren wurden wir hier natürlich vertrieben, wenn großer Besuch in Paris war, wie zum Beispiel die Königin Elisabeth, kann ich mich erinnern. Und da wurden wir natürlich auch verscheucht. Das heißt, sie haben schlicht und ergreifend kam die Polizei angerückt und die Feuerwehr und hat unser ganzes Hab und Gut in die Seine gespült. Also das war vor 42 Jahren auch nicht anders. Ja, vom Trubel in Paris jetzt in die Stille eines Ateliers. Ja, warum erzähle ich das überhaupt? Ganz einfach. Ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir so viel Mut zusprechen, deinen eigenen Weg zu gehen. Unabhängig, was andere denken oder sagen über dich. Das ist ja die größte Schwierigkeit, häufig bei uns zu bleiben und wirklich unseren persönlichen Weg zu gehen. Ja, und da unterstützt dich intuitives Malen auf jeden Fall. Also wenn es bei mir funktioniert hat, warum soll es dann bei dir nicht auch funktionieren, deinen persönlichen kraftvollen Weg zu gehen? Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, über diese wundervolle Methode, dann besuch mich auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir jetzt viel Kraft und viel Mut bei deinem persönlichen Weg.